Hallo liebe Leute, ich bin der App-Test und ich zeige euch heute Need for Speed Undercover von EA für 3,99 € und Invaders für 79 Cent. Dann kommen wir mal zu den Optionen. Da gibt es Automarkierung, km/h, Sound, Effekte, Spiel zurücksetzen und Info. Jetzt will ich euch mal meine Wagen zeigen. Da habe ich den schönen hier, den hier und den. Dann, wenn wir den haben hier wollen, dann können wir ihn hier aufrüsten in Leistung. Zum Beispiel wollen jetzt ihn in Nitro aufwandeln, haben wir aber ja schon komplett. Und wenn wir mit zwei Fingern drauf tippen, dann können wir uns den Wagen schön ansehen. Gucken wir von oben. Das finde ich auch sehr gut gemacht. Dann können wir den auch noch in Optik auftunen. Zum Beispiel die Stoßstange können wir hier ändern. Aber ich finde, die Stoßstange ist eigentlich recht gut. Dann können wir ihn halt noch lackieren, rund die Sprungfedern höher und runter machen, lackieren, neue Felgen und alles, was man so drum und dran bei Need for Speed kann. Dann gehen wir ins Menü und ich habe auch schon die Story-Modus geschafft. Hier seht ihr mehr von EA. Ich muss nur noch den Drift-Modus schaffen. Dann kommen wir mal zu einem Rennen. Ein Kritikpunkt gibt es bei Need for Speed Undercover, man kann halt nicht frei fahren, wie auf dem Computer oder auf dem großen Bruder von der PlayStation 3. Man muss halt immer Missionen machen, am Anfang kriegt man immer gesagt, was man zu tun hat. Wenn ihr mit den zwei Fingern nach unten streichelt, gleitet, dann kommt das Pausenmenü. Und wenn ihr nach oben gleitet oder streicht, dann setzt ihr Nitro ein und ihr fahrt von alleine und mit der Tiltsteuerung lenkt ihr. Wieder, jetzt mal wieder Nitro ein und mit, wenn wir auf den Bildschirm tippen, bremsen wir. Und wenn wir gegen Autos knallen, dann setzt er uns schön zurück, wie es auch realistisch dargestellt ist. Und wenn wir ganz nah, das meinte ich, dann fällt man schön zurück. Wenn man ganz nah in ein Auto vorbeifährt, gibt es Stilpunkte. Das zeige ich euch jetzt mal auch am besten. Hier, dann fahren wir den, hoffentlich überholen wir den noch. Hier, den haben wir auch, glaube ich, gleich. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Nitro. Hier, knapp vorbei, hat uns 350 Stilpunkte gegeben. Das will ich schon auch gleich wieder zeigen. So, dann haben wir ihn hier jetzt auch eingeholt. Und hier steht auch, auf welchem Platz ihr im Moment seid. Moment, erster. In der ersten Runde auch. Es gibt drei und von vier Leuten bin ich erster. So haben wir ihn. Jetzt kommen wir auch schon in der zweiten Runde an. So, jetzt haben wir auch gleich gewonnen. Das Spiel macht sehr Spaß. Für alle Need for Speed Fans ein Musterspiel. Und für Leute, wo nicht so auf Rennspiele mögen, die sollen es dann lieber lassen, weil das Spiel ist schon sehr schwer. Aber hat sehr viel Umfang, ich glaube 90 MB. Es ist sehr groß und hat sehr viel Auswahl. Jetzt zeige ich euch nochmal die Autoauswahl. Ja, ich möchte zurück ins Hauptmenü, weil da gibt es auch sehr viele Auswahl an Autos. Gehen wir mal ganz zurück. Gehen auf unten meinen Wagen und wir wollen uns einen kaufen. Dann haben wir hier ein Nissan. Hier gibt es sehr viel Auswahl. Ich habe auch noch nicht alle Wagen. Bei manche Wagen kriegt man nur mit Stilpunkte. Aber man kriegt schon ohne Stilpunkte viele Wagen angeboten. Zum Beispiel diesen Nissan musste man mit Stilpunkte erreichen. Genau den. Die restlichen habe ich halt noch nicht. Hier gibt es auch übertrieben viele, zum Beispiel 138.000, wir sollen das schaffen. Oder hier noch schlimmer, 240.000. Gut, dann kommen wir auch zum nächsten App und das nennt sich Invaders. Ah, warte, das suchen wir dann einfach mal hier. Invaders, das ist in diesem Format, ist von Chillingo. Und ihr fragt euch bestimmt, was ist Invaders? Invaders ist ein Hack-and-Slay-Spiel, so wie Colosseum. Genau auf dem gleichen Prinzip aufgebaut. Dann gehen wir jetzt erstmal
In den Optionen, da gibt es Musik, Screen, also wie ihr es haben wollt. Und wir machen es mal in den Easy-Modus. Das war's auch schon. Dann gehen wir auf Play. Neues Spiel. Und ihr seid wie bei Colosseum, so ein... Ihr seid halt so ein Raumschiff, so ein Astronaut und müsst Aliens abknallen. Hier ist eure Lebensanzeige, habt ihr noch 3, eure Highscore, eure Waffe und hier auf den roten Button schießt ihr. Ich finde, das Spiel ist auch sehr schön gemacht, meine Zeichentrickgrafik. Und hier auf dem Jetpack fliegt ihr. Ihr müsst halt immer diese komischen Teile einsammeln. Und hier, wenn ihr hier drauf drückt, wechselt ihr hier die Waffen. Und hier auf diesen Zeichen pausiert ihr das Spiel. Und so geht das ganze Spiel weiter. So lange, bis ihr stirbt. Und später, wenn ihr dann Automat drankommt, könnt ihr eure Waffen kaufen und upgraden. Zum Beispiel hier, diese komischen Bällchen müsst ihr sammeln. Für euch Punkte. So geht es die ganze Zeit auch weiter. Hier knallen wir den hier ab. Wenn wir hier so Kästchen sehen, müssen wir auf sie drauf tippen, dann kriegen wir sie. Hier, jetzt haben wir 20 Munition bekommen. Und hier ist unsere, das blaue Anzeige, ist unsere Geschwindigkeit, also unser Jetpack, wie lange wir noch fliegen können. Und so Level 2 kommen so Wellen, da kommen ganz viele Aliens, da müsst ihr am besten ganz schnell schießen und viel. Für Leute, wo auf Splatter-Spiele stehen, haben sie genau das richtige Spiel gefunden. Hier haben wir jetzt noch ein bisschen Jetpack und hier können wir uns jetzt Waffen upgraden. Wir haben jetzt nicht gerade viel, kaufen wir uns ein bisschen Munition. Mal gucken mal, was hier sowas kostet. 9500 für die Bazooka und für die schöne grüne hier, wo ich geil finde, 5500. Jetzt haben wir die Welle, wo ich euch gesagt habe, wo jetzt ganz viele kommen. Da müsst ihr am besten einfach nur dumm drauf losballern, weil ihr habt keine Chance, wenn ihr Munition sparen wollt. Weil die kommen aus jeden Ecken. Hier, nimmt das. Sammeln uns das mir ein. Und so geht das Spiel auch die ganze Zeit weiter. Wie viel Levels hat, weiß ich nicht so genau. Ich habe selber noch nicht durchgespielt. Und das war's auch heute mit meinen 2 Apps. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Und wie immer, abonniert mich, kommentiert mich. Und wenn ihr Fragen habt, fragt sie mich.